Ich grüße Sie heute zu Hause an diesem dritten Advent. Macht hoch die Tür, singen wir nun schon die dritte Woche. Um Türen, um Tore soll es heute in dieser kurzen Andacht gehen. Wie sehr sehnen wir uns doch danach, die Türen aufzumachen, rauszugehen, Menschen zu treffen, durch offene Türen hineinzugehen zu ihnen, miteinander zu reden, zu lachen, zu schweigen, vielleicht auch Leid auszuhalten. Reingehen darf nur noch ein Haushalt und das auch nur insgesamt bis zu 5 Erwachsenen. Zum Rausgehen braucht es triftige Gründe. Aber Einsamkeit zu durchbrechen ist doch ein triftiger Grund. Türen sind in dieser Zeit oft die einzigen Begegnungsstätten. Die einen drinnen, die anderen draußen. Ich wollte bloß mal Grüß Gott sagen, was vorbeibringen. Dann entspinnt sich doch ein Gespräch. Sorgen werden geteilt, es wird gelacht, so lange, bis man das Zittern vor Kälte nicht mehr unterdrücken kann. Großeltern, die ihre neugeborenen Enkel an der Türschwelle sehen. Naja, immerhin. Besser als nur über Video. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat. Dieses Corona-Leid mit immer neuen Bestimmungen, durch die kaum einer mehr durchblickt. Was gilt denn heute? Familien führen Pläne, wann denn welches Kind im Homeschooling ist und wann nicht. Freiheit, wo bist du? Freiheit zum Atmen, Begegnen, Feiern. Er ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit. All unsere Not zum End er bringt, der halben jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Heiland, groß von Tat. O ja, Sanftmütigkeit, das können wir brauchen gerade. Auch Barmherzigkeit mit uns selbst und mit den anderen, die anders denken als wir. Trotz allem ist Advent, Ankunft, Gott kommt
und mit ihm das Versprechen, all unsere Not zum End erbringt. Was für eine Hoffnung. Ich weiß ja, dass es wichtig ist, sich zu beschränken. Und wir erleben es gerade, die Krankenhäuser sind schon jetzt am Rande ihrer Kapazitäten. Wir müssen zusammenhalten als Gesellschaft, auch wenn das paradoxerweise heißt, Abstand halten. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat, wohl allen Herzen insgemein, da dieser König ziehet ein. Er ist die rechte Freudensonne, bringt mit sich lauter Freud und Wonn. Gelobet sei mein Gott, mein Tröster früh und spät. Weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist der König der Ehren? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist der König der Ehren? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehren. Türen und Tore. Vor manchen steht man voller Vorfreude, hibbelig, voller Erwartung, dass sie sich endlich öffnet. Vor manchen steht man aber auch bangen Herzens und wartet auf das Ergebnis. Habe ich die Prüfung geschafft? Wie ist das Ergebnis der Untersuchung? Im Advent freuen sich vor allem die Kinder, wenn sie jeden Tag ein Türchen ihres Adventskalenders öffnen dürfen. Allergrößte. Und ja, Weihnachten ist doch auch das Allergrößte. Der Himmel öffnet seine Tore und in diesem Kind in der Krippe kommt Gott zur Welt. Oh, Heiland, reich.
Nicht nur die Menge der himmlischen Heerscharen kommt herunter, in Jesus Christus öffnet sich der Himmel für uns. Kein Priester mehr nötig, keine Opfer, die in Rauch aufgehen und so den Gott im Himmel gnädig stimmen müssen. Gott ist da, Gott ist Gnade, Gott ist uns nah. Wir können einfach mit ihm reden, so wie uns der Schnabel gewachsen ist. Gott ist uns nah. Als Mensch in Fleisch und Blut ist er berührbar. Als Neugeborenes da in der Krippe weckt er das Sanfteste und Zarteste in uns. Vor ihm brauche ich die Tür zu meinem Herzen nicht zu verschließen. Ich brauche keine Angst zu haben, verletzt zu werden. Ja, er ist der Trost der ganzen Welt. Und wie gut das tut, wie sich das anfühlt, wenn diese Tür zum Herzen aufgeht. Ich brauche nicht mehr so viel Kraft aufwenden, meine Mauern und meine Türen gut zuzuhalten und mich zu schützen. Ich brauche mich nicht zu verstecken. Das ist Entspannung, erfüllte Sehnsucht. Die Tür zum Himmel steht uns offen. Seine Gnade macht es möglich, dass wir im Glauben sicher sein können. Unser Leben geht nicht ins Nichts. Haustüren, Fabriktore, Gartenpforten, Ladentüren. Millionen Türen hat unsere Stadt. Wenn sie alle zugleich geöffnet würden, ginge ein Wind und ein Brausen durch die Häuser, dass nichts an seinem Platz bliebe. Wenn sie alle zugleich ins Schloss fielen, wäre der Knall kilometerweit zu hören. Wenn sie alle zugleich abgeschlossen würden, käme das öffentliche Leben vollständig zum Erliegen. Millionen Herzen schlagen in unserer Stadt. Wenn wir sie alle hören könnten, wäre das ein nie endendes Konzert. Wenn sie alle zugleich verschlossen wären, dann würde die Stadt grau und kalt. Wenn sie sich alle zugleich öffneten, dann... Ja, dann.
Gott, in dieser Zeit des Advent bitten wir dich um deinen Segen. Gott, du hast die Tür deines Himmels geöffnet, hast Schloss und Riegel entfernt, um uns nahe zu kommen. Tritt ein in den Raum unseres Lebens und segne uns. Jesus Christus, du hast die Tür des Himmels durchschritten, bist zur Welt gekommen und zur Tür geworden. Tritt ein in den Raum unserer Herzen und segne uns. Heiliger Geist, du öffnende Kraft, du hast ängstlich verschlossene Türen geöffnet. Du hast Enge weit gemacht und Menschen in die Welt gesandt. Tritt ein in den Raum unserer Gemeinschaft. Sende uns, Türen zu öffnen, dich einzulassen und hinauszugehen, dir zu begegnen und dich zu künden. Angstlos und gottvoll. Und segne uns, du Gott, Vater und Sohn und Heiliger Geist. Amen.